Hey, willkommen bei Ab in Mut. Mein Name ist Axel und heute geht's wieder ab in Mut. Heute gibt's unter anderem ein, zwei kleine Tipps. Der erste Tipp, der ist ganz klein, nutzt dieses komische Ding hier, ja, das hier, also an die Verbindung. Geht bloß darum, die schwitzenden Achseln zu befreien. Befreit die Achsel. Noch ein kleiner Tipp, der eigentlich kein Tipp ist. Insektenschutz. Wenn man eh schon weiß, dass man ins Wasser geht, vielleicht doch Insektenschutz mitnehmen. Diesmal habe ich ihn sogar mitgenommen und der wirkt. Ja, also der Standard, den noch jeder kennt. Und das wäre vielleicht sogar was für diese Seven vs. Wild Kiste, so ein Gegenstand. Weil wenn die da oben sind, in Schweden, und zu einer Zeit, wo ich denke, dass sie drehen, da werden Leute gegebenenfalls wegen der Insekten abhauen. Also so ganz klischee-mäßig wie bei Naked Survival, dass die Leute so zerstochen sind, ja, dass sie gehen wollen. Also Insektenschutz nicht unterschätzen. Die Bank steht noch. Da kann man aber, habe ich auch gedacht, jetzt schon, wo wir bei mit ohne Naturschnur sind, man kann natürlich aber auch das Ding mit Naturschnur noch ein bisschen sichern. Ne? Also die Zwischenteile vielleicht noch, ja, also mit vier guten Seilen verzuppeln und dann können die auch nicht auseinanderrutschen, dann ist die sicher. Ansonsten habe ich da unten noch für die Füße was installiert und das Ding da, ja, das ist so eine Abstellmöglichkeit. Super. Whatever. Ach Mist, ist ja voll angeteasert hier. Zu dem kommen wir gleich. Tja, was soll ich sagen? Ich hab tierisch Glück, heute ist nämlich Sonntag. Und da drüben saß vor kurzem noch ein Pärchen mit Kind und die haben geangelt. Kann ja dauern, aber die haben mir den Spot jetzt ganz allein überlassen, denn auf der anderen Seite der Landstraße, ja, da sind sie zu Dutzenden, Hunderten, gefühlte Tausende. Ja. Also scheinbar ist diese kleine Kieskutte hier auf der Seite der Straße immer noch ein Geheimtipp. Also habe ich echt Glück. Kommt ja nicht hierher. Nur so nebenbei. Nee, ist schon cool. Also auf den Sonntag habe ich da echt Glück gehabt. Also sonst könnte ich das, was ich jetzt vorhabe, wahrscheinlich auch nicht so machen, wie ich es mir gedacht habe. Aber ich bin hier auch am Wasser. Wird schon. Was habe ich vor? Ich mache statt Dosenhubu wie neulich dann mal natürlicher Hubu. Weil es gibt ja die Varianten mit Bohren etc. Aber ich muss den zerhacken, zersägen. Gehört mit meinen Möglichkeiten. Also heute Natural Hubu. Herr Borik. Dich natürlich. Messerchen, Säge, hat zum drauf rumklöppeln. Gut, gehen wir gleich mal los. So, der nächste Schritt. Einsiegen. Schön hier. Schön hier gegen. Kann man hier drauf siegen. Soll ich wieder wegklöppeln?
Schritt 2. Als nächstes gilt es, hier ein Loch reinzubekommen. Bisschen verkackt, muss man nachhaben. Ja, schon ein bisschen besser aus. Schritt 3. Eine Sache muss ich noch machen, bevor ich die Dance hier zusammen tüdel. Nämlich, bitte, mir klingt mich einfach in Reihenfolge. Man kann die Dance jetzt auch noch so ein bisschen hier. Looks funny. Also noch ein Schritt eigentlich, aber egal. Und weil hier so gut drauf steht, würde ich das ganze Ding auch dadurch nutzen, glaube ich. Ja. Wie jetzt eigentlich zusammentüdeln? Ganz einfach. Hahaha. Jetzt kommt der Geheimtipp. Wachsgarn. Bushcrafter haben den Begriff, glaube ich, selten gehört, geschweige denn habe ich diesen Begriff überhaupt erstmal noch gar nicht da in Zusammenhang gehört. Aber grundsätzlich ist Wachsgarn, ich mache es gerade einfach schon versehentlich, ein wunderbarer Garn insofern, als dass der nicht nur gewachst ist, wie der Name schon sagt, sondern dass man den auch nochmal auseinandernehmen kann. Leisten, das ist halt nicht nur eine Schnur, sondern ich sag mal mindestens 4. Kann man auch noch ein bisschen kleiner machen. Ich weiß also jetzt für Angeln kann man noch dünner machen, dann hält es ab einem gewissen Grad natürlich weniger, aber der Nachteil ist natürlich, dass man es beim Angeln sieht. Ja? Also wäre eine Option, aber zerreißen kann man das Ding hier nicht. Also nicht einfach so mit der Hand oder sowas. Ja? Also man hat nicht nur einfach einen gewachsenen Garn, sondern wie gesagt mehrere davon und die halten arsch viel aus. Und ich denke mal, eigentlich sollte das auch in der Bushcraft-Szene bekannter sein, beziehungsweise, weil es ja auch ein natürlicher Garn ist, ne? Eigentlich verbreiteter sein. Ach, und noch so ein cooles Ding. Hier, am Feuerzeug, ne? Ich mach das einfach mal. Wer jetzt irgendwie Homework-Videos gesehen hat, der kennt den Fetto. Der zieht richtig Fäden. Ja, der zieht richtig Fäden. Denn insofern, als wenn man, das ist jetzt das Coole beim Nähen, wenn man fertig ist, ähnlich wie beim Paracord, das ganze Ding nochmal abgefackelt sozusagen, festgemacht, festgetüdelt, also festgepresst und dann hält das auch. Also echt coole Sache. Und damit bin ich die Kiste jetzt mal zusammen. Okay, ich merke schon, das wird so nicht. Ich mache es jetzt mal richtig. Nee, wenn, dann muss ich diesmal verschwenderisch umgehen. Das kann man jetzt mal hier kurz mit fixieren. Das kann man machen, okay, aber richtig binden ist hiermit nicht so einfach. Gleich mehr dazu. Natürlich ist ein bisschen mau, ist ein bisschen wenig. Wenn ich hier mehr Spannung drauf haben will, nehme ich es einfach ganz.
kann man ein paar Meter drauf spannen, wie gesagt. Und wenn man die kleiner macht, dann hat man ein paar Meter mehr. Aber jetzt brauche ich mal ein bisschen mehr. Kann natürlich hier ein bisschen abbrennen noch. Macht sich auch sehr gut hier. Habe ich so vorher noch nicht ausgetestet mit dem Abrollen. Also mit dem Aufrollen ist echt beschissen, gebe ich gerne zu. Aber Abrollen macht sich hiermit richtig gut, wenn man hier mal richtig ziehen kann. Und wenn man es am Feuerzeug gleich hat, braucht man auch kein anderes Element. Jo. Wird so gut. Also, eins an. Worauf liegen, was man hier rauflegt? Hier drauf, würde ich sagen. Jetzt haben wir es. That's the whole thing. Ja, Feuerzeug muss heute für den Vorführeffekt herhalten, denn das hat heute ganz viele Funktionen. Hier sind noch ein paar Reste, die vielleicht mal anspitzen, also Dingensbums hier. Ich mal den einfach. Ich habe es einfach grundsätzlich viel zu groß gemacht, da die Öffnung. Deswegen kann ich hier oben wo drin schmeißen. Das ist, glaube ich, eigentlich auch nicht so gut. Noch brennt's. Also ja, hier, sowas hilft schon mal. Ich habe jetzt den Hobo, glaube ich, an. Hat nur eine Ewigkeit gedauert. Aber der Hobo ist an. Hey! So, da fehlt dann noch mal so was. Tada! Ein Gefäß. Und ein bisschen Öl. Hilft ja nix. Halt. Dann halt mit ein, zwei Stückchen Inhalt. Tja, soll ja auch nur für ein Ei herhalten, daher Hitze sollte jetzt erstmal ausreichen. Mmh. Ich habe hier mein super neues Set. Ja, egal, ich habe ja nichts hier irgendwie aufgenommen, wa?
mir einfach nur einen Löffel geschnitzt aus Birke, auch genauso hier jetzt, endlich mal mit drei Zinken, ne? Auch aus Birke, ist ein bisschen versetzt, ist mir aber sowas von Wuppe. Tada! Ja, gucken wir mal. Einen Löffel binden? Ja, macht noch ordentlich Flamme hier, so jetzt. Genau, ein bisschen. Also funktioniert der Bozli Bozli. Machen wir hier noch. Salz brauchen wir noch. Salz. Kriegen wir dich gewendet. Ja, jetzt muss man ja nichts mehr machen. Also jetzt hat er. Jetzt hat das. Mein Gott, jetzt hat das. Mein Gott, jetzt hat das. Eigentlich habe ich wie immer noch. Weil der ist wie immer jetzt. Also ich habe Brot bei. Ich habe hier auch wie immer dann halt. Weil der ist jetzt. Jetzt heißt es fast schon wie immer. Mais und Knobi bei. Also der Käse kommt dann auch nochmal durch. Also alles, was hier aus dem Kühlschrank kam, kam einfach drin. Ja. Eichen ist fertig, würde ich sagen. Kann ich mir hier runternehmen. Und den Ofen kann man natürlich schon wieder ausmachen, indem man den einfach ins Wasser wirft. Hätte ich mir gesagt, aber nicht zum Wasser trägt. Dann kann man ihn beim nächsten Mal eigentlich theoretisch dann, wenn er ausgekühlt sein sollte, wieder nutzen. Ne? Kann man sogar so anfassen. Nein. Der macht immer noch Geräusche. So, da ist er. Wie abgekühlt. Jetzt kann ich mich aber mal endlich hier darum kümmern. Mit ganz bisschen Knobi. Ich habe es vorher schon ein bisschen geschnippelt, aber nicht so richtig auseinander gemacht. Und der weiche Käse. Zack, die Wurst. Und. Hui. Ach, ich bin ein Henk. Honk. Ein Henk bin ich aber natürlich auch. Ich bin eine Tüte mit Röstzwiebeln, ich Superheld. In der Tüte waren noch Röstzwiebeln. Und der hat die Röstzwiebeln vergessen. Der schuft. Ich bringe ihn um. Ich auch. So. Wir sollen ja nicht nur rausgehen zum Essen. Irgendwie ist, kommt euch manchmal so vor, als ob wir nur rausgehen, um zu kochen und zu braten, Pilze zu erlegen oder sonst sowas. Nee, wir gehen nicht nur raus zum Essen. Aber ich lasse ihn jetzt trotzdem schmecken. Achso, das hier da drunter ist mein super tolles neues Brett. Das ist jetzt einfach ein bisschen abgeschliffen, entsalzen und geölt und fertig. Ja, super tolles neues Brett. Lecker Hapa.
So, das war's mit dem Sonntagnachmittagsausflug mit 1, 2, 3 Tipps. Erster Tipp, wie gesagt, war ein ganz kleiner. Nutzt die nicht nur den Hüftgurt, sondern auch den oberen. Der ist nämlich, wie gesagt, unter anderem dafür da, ein bisschen Luft an die Achseln zu lassen. Jetzt im Sommer sinnvoll, unabhängig davon, Wachsgarn. Wachsgarn offensichtlich bei Buschkraft noch nicht angekommen, kann ich aber nur empfehlen. Also besonders in unserer Szene, macht Sinn. Und natürlich Holzhobo oder so. Auf jeden Fall kann man den ja auch mit Naturschnur machen, bei Lesnik kann man komplett natürlich machen. Aber den Wachsgarn habe ich jetzt extra nochmal gewählt, um ja alles halt mal ein bisschen zusammenzubringen. Ja, um was ins Wort ist, zusammenzubringen. Und ich hoffe, 1, 2, 3 von den Tipps haben euch dann auch was gebracht. Kanntet ihr vielleicht auch noch nicht. Und wenn nicht, egal. Bis zum nächsten Mal.